Alles klar, meine lieben Freunde. Jetzt sind wir anscheinend mit dem Richtung Arena der verlorenen Seelen unterwegs. So, hier kommt Bennett Keith. Und Joey verfolgt so einen komischen Typen namens Bones zu einer Höhle und da drin ist es sehr gruselig. Und ja. Und jetzt müssen wir uns mit einem Duell mit ihm messen. Und ich darf als zweites starten. Okay, das macht mir nichts aus. Es muss halt nur gut für mich. Oh, Salamandra. Diese Karte kann ein Feuermonster 700 extra Angriffspunkte. Ui! Vampirkönigreich. Das ist eine geile Karte. Das ist wirklich eine coole Karte. Was doof ist, ich habe jetzt kein Monster, das mit dem gleich auf ist. Weil Vampirkönigreich macht, wenn ein Zombie-Monster angegriffen wird oder angreift, bekommt es 500 extra Angriffspunkte hinzu. Während des Damage-Steps. Da hat mein Axträuber absolut keine Chance. Also spiele ich erstmal auf Cyclone-Zombie. Er kriegt aber trotzdem 500 extra Angriffspunkte hinzu während des Damage-Steps. Ich habe ein kleines Problem. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Zeitzauber zu spielen und auf mein Glück zu hoffen. Oh Gott. War klar. Ja gut. Wenn er jetzt kein Monster mehr spielt, habe ich dieses Duell gewonnen. Fuck. Ich habe verloren. Na dann, versuchen wir es noch einmal. Innerhalb von drei Runden vernichtet. Nur weil ich Axträuber nicht im Angriffsmodus gespielt habe. Jawohl, das hätte ich eventuell tun sollen. Aber ich will trotzdem als zweites spielen. Weil Baum. Nee, weil ich dann halt eine neue Karte ziehen kann. Statt, als ich anfangen kann. Zombie-Drache und er beendet seinen Zug. Okay, das sieht mir schon mal viel besser aus. Oh, Schild und Schwert. Das ist mal eine tolle Karte. Wir spielen die erstmal. Jetzt werden die Angriffs- und Verteidigungspunkte aller offenen Monster, die derzeit auf dem Feld sind, vertauscht. Jetzt spiele ich Kochikoki. Eine Karte, die ziemlich unnötig ist. Aber egal, 1500 Damage. Das ist schon fast wie ein direkter Angriff. Und der Nachteil von den meisten Zombie-Monstern ist, dass die keine Verteidigung haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wie zum Beispiel der Panzer-Zombie. Der hat ja auch fast null Verteidigung. Garusis. Komm, wir holen uns Garusis. Einfach aus Prinzip. Und töten erstmal seinen Zombie. Fuckvieh. Und was machst du jetzt, Bones? Okay, er setzt eine verdeckte Karte aufs Feld. Das ist ein ziemlich schlecht, wie ich finde. Okay, Axttiger. Weil die Zombies haben ja. Clown-Zombie. Null Verteidigung. Punkte. Und deswegen macht es ja so einfach, sie zu zerstören. Was war denn das denn? Was ist denn das denn für ein Vieh? Zerstöre diese Karte, falls du kein Monster mit dem Zombie in deinem Friedhof hast. Wenn diese offene Karte zerstört wird, verliert der Herrscher Schaden in höherer Angriffskraft zu.
Das ist ein bisschen blöd für dich. Mein lieber Bones. Schlachtkrieger. Wir spielen Schlachtkrieger aufs Feld. Und tschüss. Der müsste jetzt 1900 Schaden bekommen. Yep. Okay, seine... Oh, der Zombie-Meister. Das ist, glaube ich, eine etwas neuere Karte. Oh, Kunai mit Kette. Diese Karte kommt... bisschen pünktlich. Als ich erwartet hätte. Baby-Drache im Angriffsmodus. Nee, nee, nee. Zombie-Mammut. Ein kleines Problem. Nein. Nein. Ich glaube, ich könnte jetzt Zeitzauberes Effekt eventuell jetzt ganz gut gebrauchen. Und ich ziehe natürlich Garusis. Warum soll ich denn nicht irgendwas Brauchbares ziehen dürfen? Ich warte lieber. So. Wir machen erstmal Kunai mit Kette. So, der wechselt in den Verteidigungsmodus und mein Monster wird damit ausgerüstet, aber es bringt mir sowieso nicht mehr viel. Denn ich habe jetzt eh gerade verloren. Fuck. Okay, Geschichte. Oh, ein mystisches Ungeheuer des Waldes. Das ist auch eine ziemlich lustige Karte. Okay, fuck. Ich habe jetzt, glaube ich, ein kleines Problem mit Bones, weil der ist ein ziemliches Arschloch. Okay. Und ich muss anfangen. Das gefällt mir ganz und gar nicht, du. Mein Freund, Bones. Okay. Wir gehen zur Endphase und hoffen, dass wir etwas Tolles reißen. Oh nein. Ich wollte eigentlich die verdeckte Karte aktivieren. Das bringt mir sowieso nichts, weil... Obwohl doch, das hätte mir doch etwas gebracht. Oh, Grab. Oh. Warte mal. Da kann ich ja eines meiner Monster zweimal mit Kunai mit Kette ausrüsten. Ich glaube, dass das ist, was ich jetzt gerne machen würde. So, einmal Kunai mit Kette. Der kommt in die Verteidigungsposition und mein Kochikoki wird damit ausgerüstet. Okay. Jetzt spielen wir den Schlachtenkrieger. Und gehen jetzt in die Battle Phase. Greifen mit dem Schlachtenkrieger das Monster an und mit Kochikoki das Vieh. Tja, mein Freund, jetzt habe ich dich, Bones. Schrei der Untoten. Ja, wenn es dich glücklich macht, er opfert es und spielt Pumpkin. Er spielt Buch des Lebens.
Ja, Mann. Und noch eine Kunai-Kette. Damit wird er sicherlich nicht gerechnet haben. Weil das mein Plan war von Anfang an. Ah, ich könnte Grabräuber spielen. Es kommt, aber diese Karte kann ich ja nicht wirklich gebrauchen. Manipulator. Im Angriffsmodus. Tja, Pumpkin ist weg und ich kassiere wieder mal. Das war mir jetzt relativ egal. Ich habe diesen Preis jetzt bezahlt. Ich weiß, das war nicht die schlauste Idee von mir, aber egal. Aber ich habe ein Monster mit ordentlich Power auf dem Feld. Schloss der finsteren Illusion. Das hat dich so oder so nicht mehr gerettet, mein lieber Bones. Es fehlt noch eine Polymerisation. Ich greife mal mit 1200 direkt an. Weil ja. Weil halt diese Karte ziemlich stark ist. Masaki. Ja, okay. Ich halte einen weiteren Krieger, der mir halt ein bisschen weiterhilft. Da liegt sicher wieder ein Schloss. Nee, es liegt Kochikoki. Ich meine, der Zombie-Drache. Na komm, mein lieber Bones, geh mal down. Jetzt spielt er das Zombie-Meister. Das ist nicht viel, was er dadurch bekommt, aber mein Flammenmanipulator. Er bekommt 200 Punkte Schaden und noch 900 reingedrückt. Er hat das Vampirkönigreich gespielt. Ah, das ist, finde ich, jetzt nicht so schön. Und diese verdeckte Karte finde ich jetzt ebenso nicht so toll. Ich hole mir Garusis. Weil aus Prinzip halt, ne? 2500 direkt. Yes, er ist down. Okay. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Kaiba gegen Yugi. Jetzt sind wir diesmal Kaiba. Okay, dann. Es ist Zeit für ein Duell, Yugi. Okay, mystische Elfe und Vorhang der Finsternis. Ich habe jetzt nicht den Kartennamen gelesen, aber ich glaube, das ist sowieso ein Vieh, das sowieso nicht gut war oder gut ist. Und niemals gut sein wird. Oh. So, was haben wir? Oh. Wir haben den weißen Stein der Legende. Diese Karte erlaubt es mir, wenn diese Karte auf den Friedhof geschickt wird, dass ich halt einen blauäugigen weißen Drachen von meinem Deck auf die Hand holen kann. Und ich spiele einmal Topf der Gier. Und ich kriege natürlich nicht das, was ich haben will. Aber ich spiele erstmal diese Karte erstmal verdeckt. Er holt sich ein Mammut. Ein weißer Stein der Legende erlaubt es mir, einen weißen Drachen zu holen. Na, was sagst du jetzt dazu, mein lieber Yugi?
Okay, Fluchzerstörer. Was hast du da verdeckt liegen? Er spielt Auge der Wahrheit. Und ich zerstöre Sündenbock. Nice. Bürgerschlange. Dieser Kater hätte genügend Angriffspunkte, um sein Mammut zu zerstören. Na, das mache ich mal. Es sind nur 100 Lebenspunkte Schaden, die er dadurch aufgebrummt bekommen hat. Oh. Klares Unentschieden, würde ich mal... Oh, diese Karte ist nicht so der Burner, aber die geht eigentlich. Wir spielen Antike Lampe. Durch ihren Effekt kann ich mir einen mystischen Djinn der Lampe aufs Feld rufen. Und die kann, glaube ich, auch nicht als... Ah. Also wenn diese Karte von einem Monster angegriffen wird, kann ich das Angriffsziel anscheinend ändern. Das heißt, der Angriff kann zum Beispiel auf den mystischen Djinn der Lampe rübergehen. Ach komm, mein lieber Yugi. Aber danach muss ich halt die antike Lampe in den Verteidigungsmodus spielen, weil, ja, die Angriffspunkte sind halt eher, ja, nicht so gut, ne? Auch für... Obwohl, das hat sich gerade erledigt. Wir spielen Schwertkämpfer im Angriffsmodus. Ja, gut. Mystische Elfe. Und die mystische Box. Fuck. Ich habe jetzt zwar seine Elfe bekommen. Aber bald bekomme ich noch viel mehr davon. Wir spielen erstmal die Gabe der Elfe. Damit bekomme ich 300 extra Lebenspunkte für jedes Monster auf dem Feld. Ey, Bro. Oh, das hätte mich angekotzt. Oh, eine Zauberkarte. Okay, er kann die Karte dann in Verteidigungsmodus spielen. Aber ist mir jetzt auch egal. Weil die verräterischen Schwerter sind weg. Ich habe ja einen blauigen weißen Drachen auf der Hand. Ihr wisst ja, was das jetzt dann bedeutet, oder? Richtig, 3000 Angriffspunkte. Und ich spiele erstmal einen Sagi. Den finsteren Clown. Damit er halt einen kleinen Köder hat, wo unser Yugi dann anbeißen wird. Ich weiß, ich bin zu schlau. Und besten ist es, ich lasse Fusionsweise noch auf der Hand. Ich rieche eine Spiegelkraft darunter. Ich greife mal an. 400. Aus Nacht. Oh, mystische Elfe. Es war jetzt klar, dass das jetzt unbedingt verdeckt liegen musste, diese Karte. Okay, blauige weiße Drache. Ja, immerhin, ich kann mir noch einen holen. Das ist des Beschwörers. Ich hole mir noch einen neuen. So. Wir opfern erstmal dich und dich, weil ihr beide scheiße seid. Und spielen den hier. So gut, der letzte. Wand der Illusion. Und los, billige Animation. Greif an. Bam. Junge. Er hat Zündenbock liegen. Ja, ich hätte mit etwas bedrohlicherem
gerechnet. Sagen wir es mal so. Komm. Da ist eigentlich alles, welche Spielmarke ich hier angreife. Aber es gab doch einen blauen, eine Fusion mit dem blauigen weißen Drachen, wo man zwei blauige weißen Drachen verschmelzen muss. Der Hyotsume-Riese. Diese Karte ist auch sowas von unnützlich. Blauäugiger weißer Drache, greif an! Ah, da drunter liegt nur der Elfenschwertkämpfer. Diese Karte ist sowas von schrecklich. Einfach nur. Okay, 600. Okay, er überlebt ja noch. Diese Runde. Ja. Hat ein Kuribo gehabt. Also gut, mein lieber Yugi. Ich glaube, dieses Duell ist nicht so gut gelaufen für dich. Fick dich. Jetzt will er nochmal Zeit schinden hier. So, ich opfere meine zwei schwächsten Karten. Um noch einmal, noch einen blauigen weißen Drachen zu rufen. Na, was machst du jetzt, mein lieber Yugi? Ich muss jetzt irgendwie seine verräterischen Schwerter loswerden. Oh Gott, da drunter liegt sicher bestimmt. Da drunter ist bestimmt eine Spiegelkraft versteckt. Ich mache meine beiden weißen Drachen extra in den Verteidigungsmodus. Nur, dann kann ich dann. Dann werde ich es ja dann sehen, was er da drunter verdeckt hat. Komm, einen Zug muss ich jetzt durchhalten. Wenn er jetzt Schwarzes Loch spielt, dann bin ich irgendwie am Arsch. Okay, ich kann noch surviven. Oh, diese Karte ist cool. Diese Karte ist genau die richtige, die ich gebraucht habe. Der weiße Stein der Legende. Ich hätte mit... Oh, ich hätte ihn noch in diesem Zug vernichten können. Ich hätte ihn noch in diesem Zug vernichten können. Oh, er hat noch gute Lebenspunkte. Fick dich, Yugi. Das Spiel Wiedergeburt. Holt sich die Lampe. Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Oh. Ach so, Moment. Der kann halt das Angriffsziel ändern, ne? Ach du Schande. Ich weiß, was er vorhat. Ich weiß, was er vorhat. Wie oft kann er das einsetzen? Scheiße. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Und zwar seine Lampe. Die ist ein bisschen blöd. Fuck. Was sag ich denn jetzt? Na komm, ich lege deinen Fusionsweise ab, weil ich den eh nicht brauche aktuell. Shit! Shit! Ich muss hoffen, dass er seinen Monster opfert. Fuck! Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Komm, ich lege dich weg. Ja, gut. Minimod. Aua. Das war jetzt vielleicht der größte Fehler, den du begehen hättest können, mein lieber Yugi. Ich spiele den Zauber Polymerisation. Und verschmelzt sich drei weiße Drachen mit eiskaltem Blick.
Und hier kommt der blauäugige ultimative Drache im Angriffsmodus. Der sagte und schreibe 4500 Angriffspunkte. Ja, das war damals das Maximum, was so ging. Ja, mein lieber Yogi, du wurdest bedient. Tja, und ich denke mal, das war's wieder mal mit dieser Runde Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Bis dann.